Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und es geht hier um diese schreiende Einsamkeit. Auch in dem Bewusstsein, Einsamkeit macht stumm. Einsamkeit ist uns peinlich. Also da ist so viel drin und da bin ich abgetaucht in meinem Campusbereich mit vielen kleinteiligen Tipps. Aber schauen wir auch hier da mal hin, was kann ich da machen? Also wir haben ja einmal diese schreiende Einsamkeit, die ich auch erlebt habe, mitten in der Familie, mitten im Trubel. Und dann die des Alleinseins, dann die des, was weiß ich, bin umgezogen und ich kenne da noch niemanden, was ich da alles machen kann. Oder mein Bekanntenkreis dünnt sich aus oder mein Freundeskreis irgendwie, was weiß ich. Bei mir im Leben war das jedenfalls so, dass sich da immer etwas bewegte. Was weiß ich, als die Kinder klein waren, waren wir dann mehr mit Familie, mit kleinen Kindern befreundet und so. Und dann, ohne dass da Krach ist oder irgendwie sowas, verschiebt sich das. Und überall immer wieder Wege zu finden, was kann ich denn tun? Ich kann ja, oder ich möchte nicht unbedingt Frau X ansprechen und sagen, wollen wir uns mal auf einen Kaffee trinken und stellt dann fest, ach nee, das war doch nichts. Und die Frau möchte aber vielleicht Kontakt halten oder so und dann ist mir das unangenehm. Also da gibt es elegante Wege, wie man da das machen kann. Oder auch zu erkennen, ich ziehe immer die Leute an, wo ich das selber spiegel, wer ich bin. Also heute nennt man das ja Resonanz. Meine Eltern haben das damals gleich und gleich gesetzlich gern genannt. Ne? Also bei mir war das so, dass ich mich so angepasst hatte. Ich wollte es ja jedem recht machen und so harmoniebedürftig. Und da ist immer weniger sichtbar geworden von dieser Greta. Und wie kann man das jetzt mal wieder sichtbar machen, ohne jetzt als Prophet daherzukommen und zu sagen, ich will euch jetzt mal erzählen, wie ich eigentlich wirklich bin und wie ich über das Leben denke und über die Liebe, über das Frausein oder über das Klima oder was weiß ich, das auf sanfter zu machen. Also was weiß ich, ich liste da ganz viele Themen auf, zum Beispiel über ein Buch sprechen und über eine Person da drin, dann bin das nicht ich, sondern diese Person denkt da so und so und dann kann man Fragen stellen, wie gehst du damit um oder so. Also, dass das nicht so frontal, ein Frontalangriff für das Umfeld ist und die sagen dann, hey, was ist jetzt passiert? Also, da können wir selber so viel machen und auch zum Schluss mal zu gucken, kann ich eigentlich mit mir alleine sein? Und was kann ich da tun, damit ich mich wohl mit mir alleine fühle? Also, okay, durch Corona haben wir sicherlich sowieso manches gelernt, lernen müssen, was man da alles machen kann. Also, was uns selber Spaß macht, wo wir hingucken können, was wir da ausprobieren können, wo es da Hilfsmittel gibt und sowas alles. Also, es ist ein breites Thema. Und für mich jetzt zu erkennen, ich liebe es, da abzutauchen und diese Themen immer so vorzubereiten für Campus, ich mir da angucke, wie habe ich damals gelitten? Wie habe ich geweint, weil keiner mich sah oder ich nicht mich so gesehen fühlte, sagen wir es einfach mal so. Und wie gehe ich heute damit um? Das sind solche Welten dazwischen. Aber es ist ein Weg. Leben ist ein Weg, den man geht. Und heute dieses Handwerkszeug zu haben, es anders machen zu können, macht mich also unglaublich reich. Ich fühle mich da so beschenkt, vom Leben auch. Okay, ich habe es auf mühsame Art gelernt, es war schmerzhaft, ja, aber ich habe es gelernt. Und ihr wisst, also auf meiner Webseite gibt es ja jetzt auch die Mentoring-Seite, was ich ja sonst immer sozusagen unter der Hand gemacht habe, weil die Plätze immer so schnell weg waren. Ich kann das immer nur mit 5 Menschen parallel machen, die ich dann wirklich 1:1 begleite, wo wir nur zu zweit am Tisch sitzen und deine Probleme und deine Wünsche und deine Vorstellung vom Leben uns angucken und ich dann wirklich an deiner Seite bin, Schritt für Schritt. Also das Programm ist da aufgefächert, ne? Also mit wöchentlichen Telefonaten und E-Mails und Sprachnachrichten und was es da alles gibt, wie wir dann das, deine spezielle Situation uns angucken, was kann man da machen. Persönlichkeitsentwicklung, jobmäßig, da auf eine nächste Stufe zu kommen, es fasziniert mich selber, was da sichtbar wird, wenn man von außen auf etwas raufguckt. Also das Leben ist kunterbunt und du bist mittendrin. Ganz viel Spaß dabei. Tschüss.